Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich meine minimalistische Make-up-Routine für euch. Ich verwende für diesen Make-up-Look hier nur 5 Make-up-Produkte. Und falls ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger schaut, wisst ihr bestimmt, dass ich eher Alltags-Make-up-Looks bevorzuge. Da habe ich auch schon ein paar Videos dazu gedreht. Falls ihr die verpasst habt, ich verlinke euch die in die Infobox, dann könnt ihr euch die gerne danach ansehen. Falls ihr mehr von diesen minimalistischen Make-up-Looks sehen wollt, dann gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben oder schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Außer ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Und ich beginne eigentlich wie meistens bei den Augen mit der Mascara. Und das ist auch so das Einzige, was ich bei den Augen mache. Also ich verwende wirklich nur Mascara, sonst weder Eyeliner, Lidschatten noch sonst irgendwas. Kann natürlich auch natürlich aussehen, aber bei so einem minimalistischen Make-up-Look hat das wirklich nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Und heute verwende ich die Fake It Mascara von Banana Beauty. Ich finde, die ist wirklich einer der besten Mascaras, die ich besitze, weil die holt wirklich zu 100% das Beste aus meinen Wimpern raus. Das sind jetzt 2 Schichten Mascara. Das reicht auch. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Die Mascara auf meinem Augenlid lasse ich jetzt einfach trocknen. Das passiert immer. Deswegen einfach komplett trocknen lassen und dann einfach mit so einem ganz normalen Wattestäbchen wegnehmen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Produkt. Und zwar verwende ich heute diese BB-Cream hier von Garnier. Also falls ihr mit eurer natürlichen Haut und auch Hautfarbe im Gesicht zufrieden seid, dann könnt ihr natürlich auch Foundation oder BB-Creams weglassen. Mein Gesicht ist eigentlich ganz okay, ich habe ein bisschen vergrößerte Poren, nur das Problem ist, dass mein Gesicht nicht so ganz zur Hautfarbe meines Halses und Dekolletés passt. Deswegen verwende ich eigentlich immer ganz gern als Alternative zu Foundation so eine leicht deckende BB-Cream. Einfach, dass das Gesicht ein bisschen dünkler aussieht. Und dann geht es auch schon weiter bei den Augenbrauen. Ich persönlich verwende immer ganz gern so ein Augenbrauenpuder. Das hier ist von Justa. Und ich nehme da immer die dunkelste Farbe. Und ich fülle dann einfach ganz simpel meine Augenbrauen auf. Einfach so, dass sie ein bisschen dichter und voluminöser wirken. Aber ich übertreibe es nicht, also sie sollen auch immer sehr natürlich aussehen. Ja, ich weiß, so viel sieht man eigentlich gar nicht so vorher, aber so schön gemachte oder einfach ausgefüllte Augenbrauen, finde ich, machen einfach den ganzen Make-up-Look, egal wie minimalistisch der ist, komplett. Und ich persönlich fühle mich auch so wohler. Lass das Ganze jetzt aber auch so, also es wird jetzt keine dramatische Instagram-Augenbraue oder sonst irgendwas. Also ich weiß nicht, welche Trends da noch so umherschwirren im Internet. Und dann geht es auch schon weiter mit Concealer. Und zwar nehme ich da meinen derzeit geliebten Clean ID Concealer von Catrice. Hätte ich keine Augenringe, würde ich einfach die BB Cream auf meine Haut unter den Augen geben. Nur das Problem ist, die Kamera ist wirklich sehr schmeichelhaft. Ich habe da wirklich so blaue und lilane Verfärbungen unter den Augen. Sieht nicht so schön aus. Dadurch sieht mein Blick auch immer sehr müde aus und auch wenn ich müde bin, aber ich möchte nicht müde aussehen. Deswegen verwende ich immer einen Concealer. Also müsste ich mich für 2 Produkte entscheiden, wäre das definitiv die Mascara und der Concealer. Ich trage den wirklich nur ein bisschen unter meinem Auge auf meiner Stirn, meinem Nasenrücken und meinem Kinn. Einfach damit das Gesicht einheitlich gehighlightet ist. Ich tusche eigentlich immer meinen unteren Wimpern und dafür verwende ich auch wieder genau die gleiche Mascara wie davor. Und zum Abschluss dürfen natürlich auch die Lippen nicht fehlen. Da verwende ich diesen Dewyful Lips Lip Conditioning Butter von Catrice. Das ist wirklich so ein sehr leichtes Lipgloss, auch ein bisschen pflegend und mit so einer ganz natürlichen Farbe. Also ich mag den Lippenstift sehr gern, weil er ist so ein bisschen glossig, also trocknet nicht komplett matt, aber der ist nicht so klebrig wie andere Lipglosse, aber das mag ich überhaupt nicht, sondern der hat eher so eine sehr, sehr weiche Textur. Und ja Leute, das war jetzt meine minimalistische Make-up-Routine mit nur 5 Make-up-Produkten. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!